Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Das arcturianische Sternensystem, übersetzt von Altana. Seid gegrüßt! Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Wir haben viele verschiedene Antworten von der Menschheit empfangen und wir sind sehr froh über die Resonanz des Gefühls, dass ihr in irgendeiner Weise mit uns verwandt seid. Wenn einer von euch diese Erfahrungen gemacht hat, lasst es uns wissen, damit ihr unsere Energie perfekt empfangt und dass sie genau das tut, wofür sie bestimmt ist. Wir wollen in euch das aktivieren, was wir sind, das, was unsere Energie ist, das, was arcturianisch ist. Und wir wollen das tun, weil wir wissen, dass die Kettenreaktion, die sich daraus ergibt, euch eurem Aufstieg näher bringen wird. Das arcturianische Sternensystem repräsentiert das Herz und die Seele der Galaxie. Wir sagen das, ohne uns zu rühmen. So wurde die Galaxie aufgebaut. Und so kommt ihr zum arcturianischen Sternensystem in den Inkarnationen, wo ihr euer spirituelles Wissen fördern und am spirituellen Wachstum und an der Evolution teilnehmen wollt. Die Energie hier macht es leichter für euch. Genauso wie die Energie des Planeten Erde die Dinge für euch herausfordernder macht. Das ist einer der Gründe, warum so viele von euch die Plejaden oder Sirius oder Arcturus als euer Zuhause beanspruchen wollen. Ihr erinnert euch auf irgendeiner Ebene daran, wie viel einfacher es war, sich in anderen Sternensystemen zu inkarnieren. Aber was wir wollen ist, dass ihr erkennt, dass ihr immer noch die Energie aus diesen Sternensystemen in euch habt. Und wir helfen euch, sie zu aktivieren, so wie die Plejadier und die Sirianer es tun. Und natürlich gibt es noch viele andere Wesen aus der ganzen Galaxie, die ebenfalls helfen wollen. Wir bleiben in gewisser Weise hier, obwohl wir nicht physisch und nicht lokal sind. Wir halten die Frequenz des arcturianischen Sternensystems aufrecht, damit ihr uns fühlen und euch erinnern könnt. Wir wollen so sehr, dass ihr auf eurem Weg des Aufstiegs weitergeht. Und wir tun alles, was wir können, ohne uns einzumischen, um euch zu schubsen. Auch hier ist es uns eine große Freude und ein Vergnügen, zu hören, wie ihr uns Familie nennt und wie ihr euch an die guten Zeiten im arcturianischen Sternensystem erinnert. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.